Schon wieder Regen. Museum? Ausnahmsweise. Die neue Pinakothek in München. So viele Bilder. Der Kunstvermittler Uli Ball kennt sie alle. Auch die Sünde. Aber warum ist sie so fett eingerahmt und gleich doppelt verglast? Das Bild war ja ursprünglich ein Skandalbild. Skandal? Wegen dem bisschen Busen? Wirklich? Und wir müssen uns auch vorstellen, als heutige Betrachter sind wir vielleicht einiges gewohnt. Auch was die Medien zum Beispiel angeht. Ein Busen, der uns irgendwo anblitzt, eine nackte Frauengestalt oder auch ein nackter Mann, die sind nicht unbedingt ungewöhnlich für uns. Aber in der damaligen Zeit war das eben noch etwas anders. Ein Hingucker. Vor über 100 Jahren, klar. Aber heute immer noch? Ja, dieses Bild lenkt unseren Blick, kann man sagen. Und das meint eben nicht nur hier die Leinwand selbst, sondern auch den Rahmen. Also er lädt uns ein, zu sehen, was dort passiert. Und was wir eben sehen, ist erstmal große Dunkelheit und dann aber dieser weiße Streifen von weiblichem Fleisch. Und davon sind wir erst einmal angezogen. Okay, nacktes Fleisch. Aber da ist ja noch was. Eine Schlange. Was sucht denn die da? Die hat doch auch was mit Sünde zu tun, bei Adam und Eva. Und was bedeutet die Schlange hier? Und die Schlange, und ich denke, das wussten damals auch schon eben das Publikum, dass sie diese Schlange als Phallus-Symbol verstanden. Also die Schlange kann ja eben auch als männliches Glied gesehen werden. Die Schlange als Sexsymbol. Und deswegen sind die Männer vor Franz von Stucks Bild Schlange gestanden? Also die Schlange und Eva verführen uns hier. Und es ist auch ganz schön, wenn wir uns dann anschauen auf diesem Bild, wie der Blick der beiden funktioniert. Also die Schlange, die blickt uns eben direkt an, frontal auf uns zugerichtet. Und man kann förmlich das Zischeln, das Züngeln der Schlange hören. Und erst bei zweiten Hinsehen sehen wir dann in ihre Augen hinein und merken vielleicht, oh, jetzt sind wir einen Schritt zu weit gegangen. Also die Frau ist hier selbst wirklich Verführerin und nicht allein die Schlange. Die Frau verführt uns auch mit ihrem Blick und das ist neu in der Zeit. Eine Frau, die Männer anmacht, aktiv sogar. Und davon gibt's mindestens 10, alle vom Stuck. Und eins hängt in seiner Villa. Extravagant, von unten bis oben durchgestylt. Da hat er sich was geleistet, der Künstlerfürst. Und seiner Sünde, der hat er einen Ehrenplatz gegeben, im Atelier. Sie thront da wie ein Heiligenbild auf einem Altar. Jetzt hängt es hier ganz weit oben. Wir merken schon, es ist der gleiche Rahmen, fast, bis auf den Schriftzug, der sich ein bisschen verändert hat. Und auch das Bild ist nicht mehr genau das gleiche. Wir sind nun ein paar Jahre später. Ungefähr kurz vor 1906 ist diese Fassung der Sünde entstanden. Der Blick ist etwas anders. Ist das dieselbe Frau wie bei seiner ersten Sünde? Wen hat er denn eigentlich immer gemalt? Trotz aller Spekulationen, die es gibt, können wir nicht sagen, wer möglicherweise Vorbild gestanden hat für die Sünde. Was wir aber wissen, dass Franz von Stuck ganz viele Modelle hatte, die sich in diesem Atelier tummelten, häufig auch nackt. Und in diesem Altar fanden sie eine Umkleide. Schon ein bisschen verrückt, dieser Stuck mit all seinen Sünden. Aber auch genial, wie er mit dem Bild der Frauen spielt und mit den Blicken darauf. Heute kein Skandalbild mehr. Aber wenn man der Sünde zu nahe kommt, kann sie immer noch Alarm auslösen.